So, schauen wir mal. Bright Falls. Ich komme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Mhm. Ich auch. Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. So. Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Ich rieche Kaffee. Oh, da ist immer noch Screen Tearing drin. Drin. Immer noch ein bisschen. Ja, mein Gott. So ist das. Okay. Okay, gucken wir uns mal um. Gehen wir erstmal zum Diner, würde ich sagen. Ne? Oh, eine Karte. Herrenhaus Wellness Center. Pflegeheim Valhalla. Da sind wir doch richtig. So, wir sind hier. Da ist es deiner, okay. Da wollen wir hin. Ja, dann gehen wir da erstmal hin. Würde ich mal behaupten. Was verkauft ihr? Du heiße diesen Anzünd. Findest du nicht? Charlene, fühlst du mich nicht auch so unwohl wie ich? Meinst du nicht, dass die Menge Koffein? Was soll das sein? Hast, was damit zu tun hat? Keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ach, das ist die Hölle. Keine Ahnung. Lass uns das Thema wechseln, bitte. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein... ich meine, unser oh, Festmahl dear. Das Highlight dies hier sein wird. Gott, was ein Witz. Oh, dear. Das ist mein erstes my dearest dear. Lass mich ab. FBI. Willkommen in Bright Falls. Was macht der da? Ich habe Kaffee mitgebracht. Die? Naja. Gehen wir erstmal ins Diner. Gucken wir mal, was Sache ist. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ja, sicher. Ich bin Agentin Saga Anderson. Oh, Kaffee. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Ihre Deputies meinten, sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern noch mehr Leute vermisst? Ja, aber seitdem der Cordland Lake eingezäunt wurde, wurden es weniger. Lassen Sie mich raten. 2010 gab es am meisten vermissten Menschen. Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien. Sie wissen schon. Wir klagen nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime.
Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat das waren die beiden mit der Taschenlampe. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, Sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Mhm. So, Profiling. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Übrigens wurde diese Szene, ne, wo sie mit dem Kopf nach unten geht und die Hörner hinten sind, wurde geclaimed auf YouTube. Urheberrecht, ein französischer Grafikkarten Tester hat sich da wohl das Urheberrecht gekrallt und macht mir da jetzt Probleme. Teufel! Ja, ist kein Dienstag, aber oh, ich muss einfach. Ich muss einfach streamen. Bisschen Husten ist noch da. Ab und zu geht die Bronchien ein bisschen zu. Aber ansonsten geht's. Ja, aber krass, dass diese Szene so ein französischer Grafikkartenhersteller als Urheberrecht reklamiert hat. Habe ich gleich mal Beschwerde eingelegt, aber noch keine Antwort bekommen. Weil das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Wie geht's dir, Toffel? Diese Szene. Was soll das denn? Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Herr mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Ach Toffel, wenn du Amazon Prime hast, dann könntest du der Erste sein, der einen Sub da lässt. Ich sage es nur. Okay. Ah, da muss ich da viel Gehuste rausschneiden. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Ich ärgere dich immer. Wie sind Sie darauf gekommen? Das magst du doch. Stehst du doch drauf. Okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? Ah, das sieht ja genauso aus wie die Holzdinger, wo wir vor der Hütte gefunden haben. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh, Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Mrs. Anderson. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Oh. Ich bin es, Dummerchen. Toffel, danke dir für deinen ersten Sub. Sie kennen mich. Oder für den überhaupt ersten Sub. Was soll meiner Kleinen denn? Sehr geil, vielen Dank. Vielen Dank. Sie. Da war gar kein Alert, ne? Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern.
Woher wissen Sie von meiner Sehr Tochter? Cool. Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Damit gehst du in die Geschichte ein. Der Sie Erste, sie der bei mir gesagt hat. Nein. Wird schweigend hingenommen, genau. Sie verwechseln mich mit jemandem. Komisch. Wenn Sie meinen. Bin eben noch alles durch, ob es funktioniert. Aber irgendwie... Naja, oh, hast gehört, ab Mai gibt es eine Gehaltserhöhung für alle Streamer. Ein Mann, der von einem Kult ermordet wurde, ist extrem. Naja, im Moment ist es ja 1,52 Euro, den man kriegt für so einen Prime-Sub. Und ab Mai wird das noch ein bisschen erhöht. Nicht viel, aber ein bisschen. Das ist jetzt mein Nee, leider nicht, Toffel, leider nicht. Es wäre aber geil, 2000 Subs. Falls Sie sonst noch etwas brauchen, kommen Sie zu mir. Das wäre krass. Verstanden. Danke, Saga. Schön, Sie zu sehen. So. Können wir noch ein bisschen gucken, was gibt's hier? Toilette? Wahrscheinlich. Also. Oh. Oh dear. Ruhe in Frieden. Finde ich aber doof, dass da kein Alert kommt. Muss ich nochmal reingucken, dann nachher. Coole Tasse. Hihihi. Das sah von außen gar nicht so groß aus, ne? Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Schlüssel? Zur Abkürzung, ja, ne. Das auch nicht. Okay. So kommen wir nicht da rein. Was gibt's hier? Klo. Spiegelqualität lässt aber auch zu wünschen übrig. Dafür, dass ich das ganze Raytracing und Path Tracing angemacht habe. Aber es funktioniert schon, ne? Das sieht schon geil aus, vor allem das Path Tracing. Also das ist, wenn Licht an Oberflächen abprallt und dann woanders dann nochmal hinscheint. Das ist Path Tracing. Ist wie morgens ohne Brille, tatsächlich. Das ist schon krass, ne? Ich bin einfach nur fasziniert, wie der Rechner performt. Das ist der Hammer. Also ich habe jetzt wirklich alles reingeballert, was es gibt. Alles. Und das läuft. Und läuft. Und läuft. The jukebox is out of order. The poor old thing can only take so much of the same song being played over and over and over. I'm as big as far off coconut as the next person, but come on. Ja gut, dann gibt's auch kein Urheberrechtsclaim. Wenn keine Musik laufen kann. Aber auch keine Probleme. So, habt ihr noch was zu melden? Nee. Was mit dir? Aha, wir kennen uns. Rose, helfen Sie mir auf die Sprünge. Was glauben Sie, woher wir uns kennen? Wir kennen uns hier doch alle. Es ist schon eine Weile her, aber ich vergesse nie ein Gesicht oder eine Kaffeebestellung. Ich habe wohl eins dieser Gesichter. Ah, Toffel, hast du Werbung gesehen, als du eingeschaltet hast? Wäre mal interessant zu wissen. Ich habe das mal alles noch auf Automatik stehen. Einfach mal zum Testen. Haben Sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gesehen?
Verdächtige in Hirschmasken vielleicht? Nein. Aber beim Hirschfest werden sich schon bald viele Menschen mit Hirschmasken amüsieren. Praktisch jeder wird eine tragen. Gut zu wissen. Maverick! Anzeige ist raus, weil du bist nicht der Erste. Tja. Hi Maverick, wie geht's dir? Toffel ist jetzt verewigt in Stein. Ich glaube, die ersten drei werde ich huldigen. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Jawohl, ab in die Leichenhalle. Sie, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Maverick, danke dir für deinen Sub. Da kommt kein Alert. Der Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, verstehe ich nicht. Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Da war nichts, Toffel. Okay. Keine Werbung. Also jetzt mit Sub kommt sowieso keine Werbung mehr. Aber eigentlich hätte da... Ich weiß gar nicht. 30 Sekunden Werbung laufen sollen oder so. Oder ist irgendein Werbeblocker drauf? Adblock oder so. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Gib ich dir recht, Toffel. Du warst halt schneller. Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Hm. Drehen. Schwierig. Tools and Hardware. Die seltsamen Dinge zu sagen, sollte man nicht persönlich nehmen. Oh, sieht das geil aus. Also ich habe gemerkt, als ich das Video geschnitten habe für YouTube, da wurde die Qualität richtig, richtig mies. Ganz verwaschen und so. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird, weil die Aufnahme ist top. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Du warst da, warst nicht gesubbt. Das ist das Sheriffbüro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Man sieht sich. So, gehen wir erstmal den Leichnam untersuchen, bevor wir uns, die Leichenhalle mit die Gegebenheiten hier ansehen. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Oh ja. Wir schnippeln an dem Leichnam rum. Maverick, hast du Werbung gehabt? Leichenhallen muntern mich irgendwie immer auf. Ja. Ich sehe das anders. Machen wir erstmal das hier. Moin. Oh, ich hab schon gesehen da. Rechts, okay. Im Spiegel. Sehen wir uns den Patienten an. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Finden wir es heraus. Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Ein Schriftzug? Wie haben Sie das angestellt? Mit dem Stift? Vielleicht. Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, der isst halt gern. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Ach, habt ihr gar keinen Prime-Sub gemacht? Habt ihr normalen Sub gemacht? Sehe ich das richtig? Ne, da ist jetzt gerade nichts.
Nein. Gehen wir an die Falltafel. An die Falafel. Ist hier sonst noch was? Hier gibt es nichts mehr. Ich muss die Leiche zur Untersuchung in die Stadt bringen. Ja, haben wir ja gemacht. Okay. Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. So, irgendwelche Hinweise von der Leiche? Ja, sicher. Der Brustkorb wurde aufgerissen. Etwas steckt drin. Wie vermutet, sieht so aus, als wäre etwas hineingelegt worden. Dann guck halt mal rein, ne? Oh, schrei doch nicht so. Blaue Flecken, Abwehrverletzung des Opfers. Sieht so aus, als hätte sich Nightingale gewehrt, bevor sie ihn fesseln konnten. So, der Elefantenfuß. Todesursache, Brustverletzung. Aber die Leiche ist aufgebläht und voller Wasser. Ergibt keinen Sinn. Not really. Nur gelb, ne? Ja. Ist das eine Art Tattoo? Es ist völlig verschmiert und unleserlich. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Maybe, baby. Ah, guck mal, die Lunchbox wurde auch als Fall dokumentiert. Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey-Film-Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? Mhm. Was ist hier denn los? Das vielleicht, ne. Was steht da? Ah, Cauldron Lake. Ja. Mhm. Okay. Auch noch was angezeigt. Schrei doch nicht so. Oder? Wohin? Ah, rauszoomen. Zack. Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Mhm. Voll abgeschlossen. Des Baumes steckt hinter den Morden. Ach, was? Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Das wussten wir vorher schon. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. So, was blinkt da noch? Kult des Baumes, okay. Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Ah, so langsam tut sich was. Eine Halskette des Kultes mit Dreiecksymbol. Kommt bestimmt dahin. Jawohl. Schmuck dient als dezenter Hinweis auf die Mitgliedschaft. Aber das ist nicht gerade dezent. Ein Zeichen des Stolzes. Who knows? Versuch's weiter. Ja. Hier liegt eine Menge Ausrüstung rum. Wie lange waren sie hier draußen? Oh, sorry.
Dahin. Wenn sie ihre Gesichter verbergen, sind sie nicht etabliert genug, um offen operieren zu können. Verbindung zum Hirschfest. Oh, die. Achso, hier, Symbole. Was soll damit erreicht werden? Reviermarkierung, eine Warnung, fühlt sich an wie etwas aus einem Horrorfilm. Oh yeah. Es entwickelt sich aber ganz schön hier. Hoffentlich reicht die Wand. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Da. Was ist das? Versteck in der Nähe eines Wohnwagens am Cauldron Lake. Ja, das haben wir ja geöffnet. Gehört dahin. Eine Schließkassette mit einigen nützlichen Kultvorräten. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie. Ein Brief. Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Nein, nein, Moment! Sheriff? Was zum Teufel? Oh. Zeige mir den Klicker. Verdammt. Casey! Endlich ein bisschen Action. Muss man ins Licht. Versuche im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Puh. Grusel, Grusel. Im Licht kann er mich nicht sehen. Haha. Meine Waffe liegt im Flur. Muss sie zurückholen. Im Flur. Eine Lichtzuflucht stellt einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Wenn du eine Lichtzuflucht während eines Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorübergehend entleert. Oh. Los! Hallo.
verschwunden. Kapitelende. Ha. Was das gewusst hätten, ne? Aber cool, wenn am Ende vom Kapitel immer so eine Art Abspann ist, dann wissen wir ja, wie wir die Videos schneiden, ne? Ziggy Jackson, Alter! Euro Truck Simulator. Habe ich lang gespielt, tatsächlich. Mit Skins von den Firmen, wo ich gearbeitet habe. Ganz cool. Ja, Digga, ich bin jetzt Affiliate. Du darfst mir einen Sub da lassen. Weißt ja. Wenn du Amazon Prime hast, sogar kostenlos für dich. Boah, das müsste ich erst installieren und mein Lenkrad wieder aufbauen. Das, nee, irgendwann schaffen wir. Warzone wolltest du doch. Das machen wir irgendwann. Aber ich zocke nur noch mit Leuten, die einen Sub da gelassen haben. Folge dem Hirsch, um der Eule zu folgen. What? Was singt die da? Ich frage mich gerade, ob es da ein Urheberrecht-Claim gibt auf das Lied. Wahrscheinlich. Lustige Jackson, die ersten drei, die Subs da lassen, werden verewigt. Zwei habe ich schon. Du könntest Nummer drei sein.